Hallöchen Leute und willkommen noch ein allerletztes Mal zurück zu Banjo-Kazooie. Das hier ist jetzt nämlich der zweite Bonuspart und der dreht sich um das eigentlich gestrichene Feature des Spiels namens Stop and Swap. Das hat mit den Geheimeiern und dem Eisschlüssel zu tun, wo wir ja am Ende des Spiels im Abspann von Moomba ein paar Bilder gezeigt bekommen haben. Und da haben wir eben Orte im Spiel gesehen, wo wir so nie hingekommen sind. Und normalerweise war es ja ursprünglich geplant, dass man mit diesem Feature Stop and Swap, dass man hier eben diese Geheimei und den Eisschlüssel sammelt und die dann in das nachfolgende Spiel Banjo-Tooie übertragen kann. Aber leider gab es da Komplikationen mit der Durchsetzung halt, also mit dem Umsetzen dieser Idee gab es Probleme und das wurde dann halt verworfen, aber durch bestimmte Cheats, die man halt hier auch wieder in dieser Sandbox eingeben kann, aber nicht unbedingt muss, kann man sich diese Eier halt und den Eisschlüssel trotzdem holen, auch wenn sie nicht wirklich Sinn machen. Aber ich habe das jetzt trotzdem getan, ich habe die ganzen Cheats schon offscreen eingegeben, weil die nämlich verdammt lang sind. Ich habe sie euch auch in die Videobeschreibung gepackt, damit ihr das mal sehen könnt. Also jeder von diesen Cheats fängt eben an, dass man hier erstmal das Wort Cheat buchstabiert. Also quasi so. Ja, und da machen die Buchstaben noch ein Geräusch. Ne? C-H. E. A. Und T. So, jetzt habt ihr das Wort Cheat buchstabiert und dann kommt eben dieser elendlange Satz. Und das ist für jeden Cheat halt ein anderer. Und da ist aber interessant, die Buchstaben, die leuchten dann weder auf, noch machen die irgendein Geräusch. Da ist dann alles komplett still und trotzdem funktioniert es, wenn ihr halt alles richtig buchstabiert, weil wenn ihr dann den letzten Buchstaben eingegeben habt, kommt eine ganz, ganz kleine Sequenz, wo ihr dann halt seht, aha, gut, da hat sich jetzt was geändert, da finde ich jetzt ein Geheimei. Und ich werde euch jetzt natürlich zeigen, wo man die alle finden kann. So, das erste Geheime ist nämlich gleich hier bei der Treasure Trove Cove. Und zwar hier hinten, seht mal, dieser Felsen ist jetzt nämlich durch einen Cheat größer geworden und hat hier diese Höhle offenbart. Na, da oben steht der Sharkfoot Island. Ist im normalen Spielverlauf so nicht gegeben. Also da kommt man sonst normalerweise nicht rein, außer man gibt halt eben diesen Cheat ein. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt hier wieder dieser blöde Hai. Ja, da schwimmt mein Leibgericht. Bitte im Wasser bleiben, das kannst du mal voll vergessen. So, und jetzt sind wir in genau der Höhle, die uns Moomba auf einem der Fotos gezeigt hat. Da hat er so gesagt, nur wenn eben alle 100 Puzzleteile gefunden sind, dann zeigt er uns geheime Bilder und das war ja der Fall. Und das ist eins der Bilder, die wir sogar wirklich gezeigt bekommen haben, weil es gibt nämlich mehr Geheimeier als Fotos, die man gezeigt bekommen hat. Aber ist ja egal. So, also hier muss man einfach mal ganz nach oben kommen. Dann befindet sich hier das erste Geheimei. So ist es in diesem Fall das Rosane. Ah, ein Ei. Wer weiß, was man damit noch alles anfangen kann. So, und das wird euch sogar angezeigt im Statusbildschirm. Und zwar hier unter Statistik ist das ganz am Ende, also noch nach Click Clock Wood, findet man das jetzt nämlich. Ja, Stop and Swap, da wird mir jetzt das rosafarbene Geheime angezeigt. Aber wie gesagt, es hat eigentlich gar keinen Nutzen in diesem Spiel. Aber man kann es halt trotzdem holen. So, und jetzt holen wir uns natürlich noch die andere Geheimei. Aber die gibt es in ein paar anderen Welten zu finden. So, jetzt bin ich wieder in Mad Monster Mansion. An der Welt ist überhaupt was Besonderes, weil hier finden wir nämlich gleich zwei Geheimeier und eins davon ist im Weinkeller versteckt. So, jetzt mal den Geist weggemacht. Und zwar ist jetzt nämlich durch den einen Cheat, gut, jetzt ist hier nochmal ein Genio, ist ja auch egal, ist nämlich hier bei diesem einzigen Fass, wo sonst der Deckel nie kaputt gegangen ist, ja, ist jetzt ein geheimer Raum mit einem hellblauen Ei.
noch eines dieser komischen Eier. So. Und das zweite geheime Ei von Mad Monster Mansion, das befindet sich doch tatsächlich auf der Toilette, oder besser gesagt im Badezimmer. So, das war jetzt aber, glaube ich, nicht hier. Das war auf der anderen Seite, was ich weiß. So, ich glaube, das ist das Fenster fürs Bad. So. Und zwar direkt auf der Toilette ist hier das grüne Geheimei. Also auch beide relativ einfach zu finden, weil man ja sowieso in einer kleinen Sequenz gezeigt bekommt, wo die sind. Okay, na dann auf zur nächsten Welt. So, und jetzt bin ich wieder im Fleecissippi, genauer genommen in Wurzers Höhle, weil hier gibt es nämlich den Eisschlüssel zu holen. Und zwar ist der hier oben versteckt. Da, wo man auch den orangefarbenen Ninja bekommt. Da war sonst immer eine kleine Eiswand davor, aber diese ist durch den Cheat auch verschwunden. Huch, ein Schlüssel aus Eis. Den sollten wir gut aufheben. Jo, natürlich, das tue ich ja auch. So, tschüss Wurzer, auf zur nächsten Welt. Alles klar, und nun bin ich wieder mal in Gobi's Valley, da wo wir Gobi zwar jetzt nicht ganz am Anfang gefunden haben, aber wo er dann die leere Honigwabe ausgespuckt hat. Da war hier immer die Tür ganz fest verschlossen, aber durch den Cheat ist sie wie gesagt geöffnet, also können wir da jetzt hinein. Ja, und dieses Grabmal hat man ja auch auf einem der Bilder von Mumbo gesehen. Also hier im Sarkophag ist jetzt das dunkelblaue Geheime drin. Sehr gut. Jetzt fehlen eigentlich, glaube ich, nur noch mehr zwei Geheimeier. Und die hole ich mir jetzt als nächstes. Jo, und auch in Rusty Bucket Bay, man glaubt es kaum, befindet sich ein weiteres Geheimei, und zwar in der Kapitänskajüte. Und zwar einfach mal hier auf dem Bett das rote Geheimei. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch mal eines. Und das bekommen wir in Click Clock Wood. Aua. Mistkerl. So. Also, dann sehen wir uns gleich wieder in Click Clock Wood beim allerletzten Geheimei. So, und das letzte Geheimei befindet sich, wie gesagt, in Click Clock Wood. Allerdings bekommt man das nur im Winter. Weil man das nämlich so auch in dieser ganz, ganz kurzen Cutscene gesehen hat, dass es, ja, in Nabnuts Haus nämlich drinnen ist. Allerdings hat man ihn und seine rosane Freundin da im Bett pennen sehen, also kann es nur im Winter zu holen sein. Ja, und zwar ist es einfach hier auf dem Tisch, das gelbe Geheimei. So, und jetzt lassen wir die beiden lieber wieder in Ruhe weiterschlafen. Ja, das war's, Leute. Das war Stop and Swap. Ich zeige euch das jetzt noch einmal, dass ich jetzt alles gefunden habe, so Statistik. Stop and Swap. Ihr seht, 6 verschiedenfarbige Geheimei, ein hellblaues, ein rosafarbenes, ein dunkelblaues, ein grünes, ein rotes und ein gelbes und dann noch der Eisschlüssel. Hat wie gesagt alles absolut keinen Nutzen in diesem Spiel, leider. Und in Banjo-Tooie selber findet man auch nur 3
von den insgesamt 6 Geheimeiern und halt dann noch den Eisschlüssel. Da haben die dann schon einen Nutzen. Aber die bekommt man in Banjo-Tooie ja, wie gesagt, über einen wieder ganz, ganz anderen Weg. Da nützt es einem eigentlich gar nichts, wenn man die in Banjo-Kazooie jetzt so gefunden hat. Ich persönlich finde es, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass diese Idee verworfen wurde und dass diese Eier und auch der Eisschlüssel hier in Banjo-Kazooie absolut keinen Sinn haben. Ich habe das aber halt trotzdem gemacht, damit ihr seht, dass es das auch wirklich gibt. Wie gesagt, die Cheats sind alle in der Videobeschreibung zu finden. Und falls ihr Bock und vor allem auch Zeit habt, weil das dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr, bis man das alles eingegeben hat, dann könnt ihr das ja selber mal ausprobieren. Würde mich mal interessieren, wer von euch das überhaupt kennt. Also, dass es Stop and Swap so in Banjo-Kazooie eigentlich gibt. Oder besser gesagt, hätte geben sollen. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, dass es das jetzt wirklich war mit Banjo-Kazooie. Also jetzt ist das Let's Replay offiziell wirklich vorbei. Jetzt habe ich euch nicht nur das eigentliche Spiel zu 100% gezeigt, sondern eben auch noch Bottles geheimes Spiel und Stop and Swap, eben das Feature, was es leider nicht so richtig ins Spiel reingeschafft hat und was man jetzt nur mit Cheats so bekommen kann. Ich frage mich, wie man selber auf die Cheats kommen soll, findet man im Internet, aber direkt im Spiel hat man eigentlich keinerlei Hinweise. Also man findet keine Hinweise darauf, wie diese Cheats lauten. Da gibt es niemanden, der euch das irgendwie verrät oder wo das niedergeschrieben ist. Also ich hab keine Ahnung, wie man da ohne Internet draufkommen soll, aber ist ja im Prinzip egal. Also Leute, ich sage jetzt noch einmal recht herzlich Danke fürs Zusehen. Das war's jetzt wirklich mit meinem Let's Replay von Banjo-Kazooie. Und ja, die meisten haben sich dafür entschieden, denn direkt im Anschluss kommt nämlich ein Let's Replay von Banjo-Tooie, dem Nachfolger von Banjo-Kazooie, den ich persönlich ja noch um einiges besser finde. Also freut euch schon mal drauf, weil ich tue es auf jeden Fall. Dann bis zum Let's Replay von Banjo-Tooie, würde ich mal sagen. Ciao, Leute! Ach, und übrigens, falls ihr euch eigentlich gefragt habt, was passiert, wenn man in diesem Spiel alle Leben verliert, das kann ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Das funktioniert nämlich auch, wenn man einfach hier im Menü auf Sichern und Ende geht, dann erlebt man nämlich mehr oder weniger das schlechte Ende von Banjo-Kazooie, wo Grunthilda dann nämlich leider gewinnt. Da habe ich mir gedacht, das zeige ich euch jetzt auch noch und dann ist aber wirklich Schluss. Also, Sichern und Ende. Sicher, natürlich bin ich mir sicher. Banjos Schwester hier in Haft. Ich raube ihre ganze Kraft. Ja, Meisterin, die Transformation ist gleich vollzogen. Hilf mir, Banjo! Bär und Strauß sind erledigt, meine Herrin hat gesiegt. Jetzt bin ich die heißeste Maus. Für Tooty ist es aus. Meisterin, du bist so schön, so schön. Oh, du schön. Besuchen wir mal in Höhle, ja? Banjo, ich will mit dir sprechen. Sofort. Wow.